Ein wunderschönes Moment, hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Splinter Cell Blacklist. So, ich würde gerne A drücken, mit Charlie sprechen um... Hey. Wo ist denn der? Ach, da oben, irgendwo müssen wir irgendwie da oben hin, okay. Ach, wir können auch nicht rennen, ne? Dann gehen wir mal ganz gechillt nach oben, aber wir sehen auch aus wie der totale Schrank irgendwie, ne? Aber irgendwie nur so ein bisschen. Hey. What's up? Charlie? Hey Sam, ich habe vorhin kurz in Vicks Krankenakte gesehen. Du hast dich ins Walter Reed gehackt? Hacken nennt man's nur, wenn's schwierig war. Charlie. Okay, die Neuigkeit. Naja, alles positiv. Ihm geht's besser. Er hat sogar einmal die Augen aufgemacht. Dachte, es würde dich interessieren. Danke für die Info. Und was soll ich jetzt machen? Ich will mal sagen, wie wir raus. Wenn ich noch was höre, häng ich dich an. Ja, mach das. Um die Sonarbrille zu kaufen. Also wir müssen erstmal die Sonarbrille kaufen. Hey, Sam. Ich will kurz was kaufen. Eine Sonarbrille, okay. Ja, warum nicht, ne? Wir brauchen die. Ja, machen wir. Die brauchen wir, ne? Deswegen würde ich mal, wir brauchen uns noch nicht die anderen kaufen, weil die hier war gerade kostenlos. Gute Arbeit, Charlie. Danke. Und das sollen wir jetzt bei ihm eine Mission machen, oder? Nee, dieses Ding ist oben weggegangen. Gut, da können wir wieder eine ganz normale Mission machen, weil diese Koop-Dinger, die kann ich ja leider nicht machen. Weil Vortex gerade nicht da ist. Aber der kommt wahrscheinlich am Wochenende. Ich weiß noch nicht, vielleicht nehmen wir das ja auf. Man weiß es ja nicht. Dam, dam, dam. Es am SMI benutzen. Ja, okay. Amerikas Konsum abgeschlossen. Privates Anwesen. Was? Ciudad del Este. Paraguay. Solo-Kampagne machen wir auf jeden Fall. Das Weiße Haus bittet alle Bürger, nach dem Angriff von Blacklist Amerikas Konsum Ruhe zu bewahren. Das war der erste Angriff der Engineers auf unserem Boden. Laut CDC handelte es sich um einen biologischen Waffeneinsatz, der in Chicago und Umland über 2 Millionen Opfer gefordert hätte. Nur das schnelle Handeln einiger weniger SWAT-Kräfte hat diesen möglicherweise größten Terrorangriff aller Zeiten auf die USA vereitelt. Oh ja, und das waren wir. Wir können uns mal erstmal so gegenseitig auf die Schultern klopfen. Aber vorher starten wir noch die Mission, weil der Ladebildschirm dauert ja immer sowieso ein bisschen länger hier. Sam, wir haben ein Problem. Das ganze Netz ist voller Infos über Corbin und darüber, dass er einen Deal mit Uncle Sam gemacht hat. Woher wissen die das? Von uns. Von uns? Hat Grimms dir nicht gesagt? Die Rettung Chicagos brachte keine Hinweise. Du kannst Sadiq nur mit Köder jagen. Wieso hast du das nicht besprochen? Du kannst also im letzten Moment alles ändern und ich darf nicht mal einem Plan folgen? Was bringt's uns, Corbin hochgehen zu lassen? Reza Nouri. Kurz nachdem ich das mit Corbin durchsickern ließ, ist die E-Mail dutzendfach an ihn weitergeleitet worden. Eine Spionagesoftware? Ein Pixel-Webpile-Sender. Ein besseres Bild haben wir nicht. Die Infos, die wir bekommen haben, sind besser. Die NSA glaubt, dass er Verbindungen zum Iran hat. Die Bilder sind da, Grimm. Danke. Sein Anwesen gleicht einer Festung. Höchste Sicherheitsvorkehrungen, Ex-Militärs als Wachen. Nur keine Sorge, Sam. Wenn du in eine Festung eindringen willst, hätte ich genau das Richtige für dich. Was, willst du es jetzt haben? Ich meine, es ist nicht fertig, aber ich geh's holen. Was machen wir jetzt? Na komm, ich wollte gerade sagen, ich muss mich nur entscheiden, ne? Natürlich die Mission starten. Reza Nouri weiß, dass du gefangen wurdest. Er hält dich für einen Informanten. Scheiße, wie hat das rausgefunden? Weiß ich auch nicht. Wieso macht er sich jetzt Sorgen? Keine Ahnung. Ich besorge die Ausrüstung und er die Männer. Wir haben eine Menge gemeinsame Freunde. Ich habe einen Hochleistungskondensator mitsamt EMP an einem Trikopter festgemacht. Hat immer noch ein paar Bugs, aber wenn es darum geht, ein Sicherheitssystem zu grillen... Was ist in dem Koffer? Thermit. Habe ich von ein paar Freunden, die einbrechen. Auf Missionen gehen, meinte ich. Legst du meine Ausrüstung. Und, möchtest du mir noch was sagen, Corbin? Nun, ich habe vielleicht einen Freund, der für Nouris Sicherheit verantwortlich war. Vielleicht weiß er was. Dann helft ihm. In Nouris Bude sind Hinterhalte gefragt. Wenn du im Vorteil sein willst, empfiehlt das SMI dir Haftminen und Kameras. Na, das brauche ich doch nicht. Ich gehe auch immer total unausgerüstet rein und dann Action, Action, Action. Weil wir machen das sowieso nicht hier. Privates Anwesen, das habe ich das schon alles vorgelesen. Das habe ich doch schon alles vorgelesen. Bringe unbemerkt in das Haus ein. Des Terror...
Brokes Reza. Was, Terror Brokes? Was ist das denn für ein Ding? Terra Nori. Eine und verhöre ihn. Was ist das für ein Terror? Terror Brokes. Okay, das ist komisch. Das ist komisch. Naja, komm, wir gehen einfach mal unbemerkt rein. Verhören ihn mal fix. Töten dürfen wir wahrscheinlich nicht, ne? Oder? Oh. Hat Corbin Infos ausgespuckt. Mal sehen. Ob du es glaubst oder nicht, ja. Nori hat auf dem Anwesen einen Panikraum bauen lassen. Leider weiß Corbins Quelle nicht, wo er sich befindet. Fabelhaft. Willst du abbrechen? Nein. Es könnte sich als hilfreich erweisen. Wieso sollen wir Nori hinterherjagen, wenn der Mann sich freiwillig einsperrt? Wie kriegen wir Nori in seinen Panikraum? Schalten wir den Strom aus. Um den Verteilerkasten zu finden, brauche ich Zugriff auf die Sicherheitszentrale. Position? Geh zum Haupttor. Ich schicke dir die Daten aufs Offset. Okay, aber erstmal hier ein Abseil, ne? Erst einmal ein Abseil. Weil ich muss erstmal in die Steuerung reinkommen. Das ist schon ewig nicht mehr gespielt hier. B war rangehen. Von Tür zu Tür. Rutschen. Jetzt kriegen wir Besuch. Den schnappen wir uns aber fix und den jagen wir dann mal hier fix rüber. Komm. X. Uah. Yeah. Stealth Knockout. Ich glaube, den können wir hier liegen lassen, ne? Oder warte mal, wir gehen einfach mal fix rein. Erstmal ran in die Deckung, ran an die Deckung, ran in die Deckung, Deckung. Wir brauchen schon Deckung noch ein bisschen. Schade, dass wir nicht pfeifen können und die dann herlocken können. Das wäre nämlich auch eine geile Funktion. Für ich zumindest. Also so ein bisschen pfeifen, dann kommen die her. Das wäre echt eine hammergeile Mission. Warte mal. Oh, wir können da nach oben. Na komm. Nach oben, jetzt ran. Genau, genau. Oh, genau. So und nicht anders soll es gehen. Jetzt ganz langsam, damit er uns nicht hören kann. Vorsichtig, 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 vorsichtig. Kommst du mal her? Ich will dich mal knockouten. Also. Ja. KO von oben. Yeah. Bitch. So können wir den nicht mitnehmen, irgendwie. Halten, um Körper aufzuheben. Genau so, nicht anders. So, den schmeißen wir nämlich jetzt einfach mal hier so hinter das Auto, so dass man die von beiden Seiten kaum sehen kann. Hier hinten so schön im Schatten rein und dann einfach mal. Und nicht werfen. Nur hinlegen. Das hätte auch gereicht. Wie war jetzt Deckung gehen? Genau so war Deckung gehen. Sehr gut. Aber weg nochmal ganz fix den Laptop, weil den müssen wir halt auch hängen. Damit kriegen wir wieder ein bisschen Kohle. Und gehackt. Das geht immer so einfach, ne? Aber wenn ich das im Real Life machen will, dann sitzt ich erstmal eine Stunde vor und kriegt das Ding noch nicht mal an. Oh, klasse. Ein weiterer Hundeliebhaber. Oh, nö. Oh, nicht schon wieder Hunde. Was haben die alle für Probleme? Komm. 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 Ja, ja. Ja, ja, ja. Jetzt. Und zack. Leise. Schön ruhig. Schön ruhig. So, damit keiner den findet, nehme ich ihn gleich mal mit. Na, komm mal mit. Komm mal mit hier, mein Süßer. So, dich nehmen wir mal mit. Den schleppe ich jetzt mal in meinem Raum hier hinten hin. Nee, Spaß. Kommt, Leute, mitnehmen. Dann schön über Huckepack mitgenommen. Den legen wir mal ganz fix wieder hier rein. Wir können ja eigentlich da in die Ecke werfen, ne? Na, weg damit. Tschüss. Liegt mal schön Löffelchen. Ihr habt es euch echt verdient. Auch irgendwie eklig, ne? Stell dir mal vor, ihr wacht auf und liegt da irgendwie neben so einem anderen Typen. Am besten noch eine Löffelchenstellung. Ah, das wäre doch total peinlich, oder nicht? Oder das mache ich halt einfach mal mit. Was war das gerade? Auf jeden Fall ist hier noch ein Hund, aber ich sehe den Hund gerade nicht. Weil er hat noch irgendwie so eine komische Sicht gehabt, irgendwie. So war das. Okay. Warum? Okay, Kleiner, wir sehen nach. Dios mio! Okay, scheiße. Ja, genau, renn du auch noch dahin. Ja, siehst ja auch alles, ne? Ist ja auch so ein Special-Typ. Und bam. Dann ist noch einer. An der ist es fast sehr gut. Ich glaube, jetzt müsste ich eigentlich alles ausgeknipst haben. Ich kann aber noch ganz kurz meinen Sonar nochmal aktivieren. Haben ja geile Funktionen auf jeden Fall. Also, ich finde die echt cool. Ja, Nachnamen war ja R3, ne? Oh Mann, das vergesse ich immer total. Hier ist ja der Panikraum, oder? Sieht mir echt aus wie der Panikraum, oder können wir da irgendwas dran machen? Nee. Auf jeden Fall müssen wir da hinten hin. Aber warte mal, wir können ja nochmal fix das Ding hier aktivieren. Dann sehen wir halt, wo die sich alle befinden, aber wir sehen ja sowieso gerade keiner, also von daher brauchen wir das eigentlich nicht. Ist ja hell genug gerade. Also das ist eigentlich immer noch sehr gut, wenn es gerade dunkel ist oder man einfach gerade nichts sieht. Oder kann ich das auch durch Wände aktivieren? Geht dann gegen das auch? Nee. Auf jeden Fall komme ich hier hoch, ne? Warte mal, das machen wir einfach mal. Wir gehen einfach mal fix nach oben. Aber lieber ein Können und nicht Brauchen, als Brauchen und nicht Können. Und schon sind wir nämlich hier oben. Und das ist nicht mal ganz so weit bis zu diesem komischen Ding, wo wir hin müssen, um das Ding abzuschalten. Das ist dann jetzt auch nicht mehr weit. Sicherheitssystem eindringen. Oh, scheiß Fliegen hier die gerade die ganze Zeit. Habt ihr gerade gehört? So schön so ein Brummen, dass ja auch kein anderer drin ist, ne?
Gegner nicht alarmiert. Ja, wieso, wie sollten wir sowas dann auch machen, bitteschön, ne? Das SMI lag richtig. Bin in der Sicherheitszentrale. Bis jetzt habe ich noch jede gehackt. Wenn du Charlie damit verbindest, können wir die Bilder auf SMI umleiten. Dann suche ich Nuri mittels Gesichtserkennung. Hab ihn, Sam. Er geht rein. Die Balkontür sieht nach einer Schwachstelle aus. Etwas Dunkelheit würde dir den Zutritt erleichtern. Dann müssen wir den Strom abschalten. Gibt's Kameras, die das Anwesen überwachen? Leg sie aufs Opfett. Dieser Geräteschuppen beim Pool sieht eine Menge Strom. Sicher unterirdisch mit dem Hauptsicherungskasten verbunden. Ich gehe dorthin. Geh durchs hintere Fenster. Ich entriegle es jetzt. Kannst okay, öffnen und raus hier. Immer schön vorsichtig. Warte mal, ich aktiviere es einfach mal sicherheitshalber. Okay, hier ist keine. Sehr gut. Dann weiter vordringen. Ja, Stromversorgung unterbrechen. Ich finde das aber cool, dass sie immer diese Tipps so immer so eingeblendet so ein bisschen. Das finde ich richtig Hightech, finde ich das. Ich finde das richtig Hammer. Okay, wir... Oh. Nein, ich bin hier nicht. Da war nichts. Komm ein bisschen näher. Sag mal, ey, du willst doch wohl verarschen, du Typ, ey. Da geht der jetzt so extra weg von mir. Da geht der extra weg. Ich wollte ihn gerade von... Da kommst du nicht rein. Sag mal, wie blöd ist der Typ? Also jetzt mal ganz ehrlich, wie dumm ist denn der? Ich hab einen Plan. Genau so war der Plan. Genau so, nicht anders, war gerade echt der Plan. Also ich wollte ihn jetzt wirklich angreifen gerade. Also das war wirklich gerade so der Plan, wie das gerade war. Ich weiß, es war nicht gerade mein bester Plan, aber immerhin irgendein Plan. Also von der Spannweite her. Ich will eigentlich hier rüber schmeißen, ja, ne? Ach, er chillt bloß. Er chillt doch bloß. Mehr macht er nicht. Er chillt bloß. Mehr macht er nicht. So, alles nachgelernt. Sehr gut. Warte mal. Da war gerade schon wieder. Hab ich beinahe nicht gesehen gerade, aber ich gerade noch so bemerkt, so, wo ich gerade um die Ecke geschlichen bin. Ach, da ist auch einer. Warte mal, wir schalten erstmal ihn hier aus. Dann haben wir nämlich die anderen auch schon mal sicher. So einigermaßen zumindest. So einigermaßen. Ach, das ist ja gar kein Feind. Da ist ein Typ in der Taschenlampe, da ist ein Typ in der Taschenlampe. Hm? Komm ich da hinten rum eigentlich? Nee, hinten rum komme ich nicht, scheiße. Ich wollte mich ansonsten einfach mal hinten rum gehen, aber das wird dann leider nix. Boah, da ist noch Koch, ne? Da ist noch ein Koch, den darf mich auch nicht sehen. Da muss ich ein bisschen aufpassen gerade, weil der Koch darf mich ja auch nicht bemerken. Weil ansonsten ist auch die ganze Mission für den Arsch. Nein, will er nicht. Ist das überhaupt ein Koch, oder? Also, wie war das ein Feind? Das ist kein Koch. Ich wollte gerade sagen, aber das sah nämlich am Anfang aus wie so ein Koch, aber das ist doch kein Koch gewesen, weil der nämlich die ganze Zeit beim Essen stand. Aber das war dann doch ein Feind. Nehmen wir mal fix mit, ne? Müssen wir alle Leichen hier so ein bisschen loswerden müssen wir die natürlich auch. Ansonsten ist es natürlich auch blöd, wenn die überall Leichen rumliegen, ne? Das ist doch ein bisschen verdächtig, wenn die überall Leichen rumliegen. Weil ich es zumindest nicht ganz so stealth, wie ich es eigentlich haben will. So, erstmal die Betrunkenen loswerden. Ach, guck mal, die sind doch alle besoffen hier. Warte mal, scheiße, ich hätte auch an der Wand langklettern können, den dann einfach hier runterziehen können, ne? Hätte ich auch machen können. Ist mir aber auch gerade erst jetzt aufgefallen, tut mir leid, gerade an dieser Stelle. Dann hätte ich es noch ein bisschen... Noch ein bisschen mehr Boss-like machen können. Bam. Ich höre die quatschen, aber ich sehe sie nicht. Und oben steht einer. Jetzt werfen. Ja, oh, scheiße, oben ist noch einer. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich habe einen Plan. Wenn wir erstmal ihn ausknipsen, dann haben wir immer noch den anderen. Er ist jetzt hier ganz... Sicher? Pistolenkills, sehr gut. Jetzt rüber. Jetzt schnapp dir die Leiche weg damit. Sehr gut. Na. Guck mal, er sieht mich, aber nicht die Leiche. Auch eine Logik, ne? Auch wieder so eine geile Logik hier. Mit nehmen. Raus. Ganz schnell. Jetzt runter. Komm. Sehr gut. Komm, die müssen wir jetzt noch mitnehmen. Mit dem müssen wir noch entkommen mit der Leiche hier.
Komm, noch ein Stück. Bisschen schneller, bitte. Du machst mir Angst gerade. Weil ich will auch wirklich hier unentdeckt reinkommen und nicht jetzt einfach gesehen werden. Sonst wäre das Ganze, was wir bis jetzt geschafft haben, für den Arsch. Und das wäre auch sehr traurig. Wenn das alles jetzt hier für den Arsch wäre. Wir sind schon so weit, ne? Wir haben schon so viele Wachen ausgeknipst. Und schon so doll den Weg freigeräumt bis zur feindlichen Base. Also, das ist schon ordentlich. Wir haben schon ordentlich was geschafft. Da war gerade einer. Warte mal. Ich hab einen Plan gerade. Na, ey, du musst doch auch um die Ecke. Weißt du was? Ich meine mal. Nächste Deckung. Das nennt man lautlos. Ich hab doch total veraimt gerade und er ist mir überall gegen die ganzen Wände gegen geschossen, aber kann mir ja egal sein. Guck mal, da steht der Blutfleck an der Wand. Wunderschöner Blutfleck an der Wand, ne? Richtig schön, wunderschön sogar. Ich hab mich an wie ein total irre, ne? Aber ich hätte immer noch quatschen. Das heißt, es gibt immer noch mehr als zwei Leute, die hier unterwegs sind. Oder natürlich ist es auch noch sein, dass ein Typ das irgendwie Selbstgespräche führt oder telefoniert. Das kann natürlich auch noch sein. Und Wurf. Und weg ist er. Bei der Vorrücken hier. Man, das Spiel macht aber auch Spaß, weil das ein richtiges Schleichspiel ist. Man muss hier wirklich beinahe schleichen, aber schleichen ist ja nicht unbedingt meine Stärke. Das habe ich ja schon ein paar Mal unter Beweis gestellt. Ich sag ja nur Hitman, ne? Das war ja auch mehr Baller, anstatt Schleich. Ja, genau so, nicht anders. Wir können hier durch die Mitte durch, glaube ich, ohne nass zu werden. Warte mal, ich habe einen Plan. Der sieht nur das vor. Und mehr nicht. Ich finde das immer so scheiße knapp, besonders aus dieser Entfernung ist schon die Kugel nicht mal unbedingt tödlich. Habt ihr das gerade gesehen? Weil die Kugel verzieht dann schon aus dieser klitzekleinen Entfernung. Gut, da ist keiner mehr. Oder, warte mal. Nee, gut, da ist keiner mehr. Das heißt, ich kann den einfach jetzt mit dem und hier runterwerfen. Weil ich gucke mich immer um, bevor ich überhaupt einen nehme und wegschmeiße. Nicht, dass irgendwie die ganze Umgebung noch nicht gescannt ist. Und dann findet mich einer und der killt mich dann sofort. Das will ich natürlich auch nicht. Alter. Geil, verkackt. Oder? Oder war es der letzte? War glaube ich echt der letzte, ne? Wenn wir ein Jahr haben, haben wir echt Glück gehabt. Oh! Oh, scheiße, nein! Oh, wie ist der denn aufgeknallt? Oh, nee. Ja, Mann, wie ist der denn aufgeknallt? Gerade voll mit den Nüssen. Richtig schön mit den Eiern aufgeklatscht. Oh, nee. Oh, der hat die Arschkarte, auch wenn er schon tot ist, aber der hat wirklich die Arschkarte gehabt gerade. Ich würde mal sagen, den Trick kommt, das setzen wir dann in der nächsten Folge ein. Bis dahin, haut rein, auf Wiedersehen, meine Freunde. Tschüss!